Wir ziehen uns mal ganz kurz eine Parodie rein, Leute, eine kleine YouTube-Kacke und dann geht's rein in die Beichten, meine Freunde. Z-Max hat ja seine eigene Wohnung und die ist halb so wild wie die von Montana Black, aber das hat jemand neurosynchronisiert. Wir schauen rein. Bevor das Video losgeht, möchte ich gerne anmerken, dass dieses Video gegen nichts und niemanden geht, okay? Okay. Ich hätte niemals gedacht, dass ich selber mit 13 Jahren in dieser Lage bin, mir selbst eine so teure Wohnung zu beschaffen. Also erstmal ein ganz, ganz fettes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Es reicht mir schon, wenn ihr meine Videos guckt. Aber natürlich freue ich mich auch auf ein Abo und ein Like. Ach so. Erstmal die wichtigsten Fakten zu dieser Wohnung. Ich zahle hier monatlich 26 Cent. Das liegt daran, dass ich auch sehr stark in der Innenstadt lebe. Klar. Deswegen, aber ihr werdet auch noch im Laufe dieser Roomtour verstehen, wieso das Ganze so teuer ist. Ja, verstehe ich. Ich würde sagen, dann starten wir schon mal mit dem Eingangsbereich meiner Wohnung. Und dann haben wir hier ein sehr schönes Tokyo Ghoul Poster. Dagegen kann man auch nichts sagen, das passt sehr gut. Da kann man, absolut nichts gegen sagen, Z-Max. Und dieser grünen Jacke sowie dieser Maske von meiner Freundin Ellie. Dann habe ich hier sehr teure Schuhe. Was für ein Müll da steht, Digga. Das ist obercringe, das Video. Geil. Chillige Wohnung, Bro. Von Mike Vio Louis Vuitton. Eine sehr tolle Schuhe, die mir auch sehr gut gefallen. C-Max, bist du's? Ich ziehe die so häufig in der Straße an, weil sie auch nicht so teuer sind. Die haben jetzt, glaube ich, 620 Euro gekostet. Dann gehen wir weiter zu diesen Schuhen. Mashallah. Die sind auch von Maikus. Okay. So. Dann habe ich meine Lieblingsschuhe, aber auch sehr teure Schuhe. Ja. Die haben jetzt 26.000 gekostet. Alter, wild. Das sieht man aber auch. Die sind limited. Hier sieht man das an dem Price Tag. Aber lässt sich natürlich alles noch bezahlen. Dann habe ich hier noch. Oh, Digga. Auch wieder von Louis Vuitton. Also ich bin ein sehr großer Fan von Louis Vuitton. Das sind die. Der redet aber auch genauso wie Z-Max. Ich bin. Seine Stimme ist irgendwie anders. Hä, findet ihr? Das ist Z-Max, Leute. Das ist Z-Max. Special Modelle de la Crocs. Das blaue Modell, wie man unschwer erkennen kann. Und ja. Auf Knacks angelehnt, oder? Noch ein weiterer Fakt. Also ich finde, man sieht absolut, dass es Z-Max ist. Ich finde, man sieht absolut, dass das Z-Max ist. In dieser Wohnung ist, dass hier alles schon vorgekauft war. Ja. Das bedeutet, dass ich mir alles selber gekauft habe. Ja, das ja. bedeutet, dass es nicht meine eigene Wohnung ist. Ja, ja. Das bedeutet, dass es auch nicht meine eigenen Sachen sind. Ach so, okay. So, das war's. Jetzt mal zu meinem Badezimmer. Googelt doch mal, das ist Z-Max. Das sind Geruchspflanzen, extra aus Tokio angeliefert worden. Krass. Kann man übrigens auch essen. Digga. Dann habe ich hier noch kleine Mitbewohner, das sind meine Hunde. Ayo. By the way, hier ist auch Coco übrigens am Start. Guck mal, wie sie dann liegt. Oh, süß. Digga. Warum? 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 Wieso? Was, Chat? Was soll das? Das gibt Ärger. Oh, ja. Ihr dummen Schwänze, fickt euch ins Knie, am Nagelkolben. Gut, dann habe ich hier noch meine Zahnbürste. Das ist absolut keine Zahnbürste, das ist ein Dildo, das ist ein Sextoy, man sieht das. Und dann hier auch meine Zahnpasta. Mhm. Also alles recht unspektakulär. Hier Seifenspender und. Bro, wo scheißt du, Z-Max? Und Schälchen. Auch noch eine Geruchspflanze. Hier ein schönes Bild von Coco. Wirklich. Coco! Loco! Hier sind hier noch ein paar Spielzeuge für Coco. Mhm. Ja. Digga, das sind Kartons. Und ich glaube, damit ist sie auch ganz zufrieden. Das sind Kartons. Beklagt sich auch nie. Okay. Ihr müsst wissen, ich gönne mir sehr seltene Dinge. Ja. Habe ich diesmal auch ziemlich auf die Kacke gehauen. Mhm. Der gute Bike-Fernseher. Und zwar habe ich mir diesen High-End 65 Quadratmeter großen Fernseher gekauft. Z-Max hat mich gedisst, das gibt eine Ansage. Ich mache einen Diss-Track. Von der Marke Bike. Ja. Und dort ist auch Paluten, mit dem chill ich auch häufiger. Ja. Auch alles sehr. Digga, also Paluten hat aber anders viel Meth geraucht, Junge. Also, ich kenne Patrick anders, Digga. Ich muss ganz ehrlich sagen, München tut ihm nicht gut, Digga. Der hat so viel am Hauptbahnhof rumgehangen, der Junge. Aber ist auch sehr unbequem immer. Ist sehr entspannt, aber auch sehr unbequem, okay. Passt nicht mehr als einer drauf auf die Couch. Deswegen.
Dann haben wir auch einen Der doppelte Matratzenboss. Richtig coolen neuen Staubsauger, den wir uns vor kurzem gekauft haben. Das ist kein Staubsauger. High-End Productions. Das ist Paluten, geh mal googeln. Okay, ich hab nichts gesagt. Spezieller Saugstil, sehr leise alles. Mhm, okay. Und dazu ist es auch noch mein Arbeitsbereich, wo ich zum Beispiel steuerliche Dinge kläre. Damit ihr auch, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber hier ist sehr viel Grün in meinem Zimmer. Also hier ist Petra und Petra Palmen. Dann hier meine Geruchspflanzen im Badezimmer. Digga, einfach 14-Jährige, die unterhaltsamer sind wie echte Siemex, ganz wild. Dort oben auf meinem Glasschrank ist noch eine. Wir skippen mal ein bisschen durch. Bars. Ich glaube, dass das Zufall ist, dass das da mein Kanal geöffnet hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Handys. Das, also könnt ihr gerne mal darauf vorbeischauen, wenn ihr noch kein Abonnement und kein Likus bei Konius dagelassen habt, könnt ihr das gerne noch nachholen. Alles klar. Gut, dann kommen wir hier noch zu zwei sehr stark ausgeprägten Kunstwerken. Mhm. Einmal Narutos, der Künstler Narutos. Mhm. Gut, Leute, ich würde sagen, ihr könnt euch den Rest gerne selber angucken. Ich bin an der Stelle raus, weil ich da gedisst worden bin, meine Freunde. Aber checkt auf jeden Fall gerne mal den Ehrenbruder Elos aus. So!